Hallo meine lieben Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf diesem Kanal. Ja, heute geht es mir darum, dass wir ein Tutorial machen, wie man einen Spielerteleporter macht. Das Ganze könnt ihr dann zum Beispiel in euren Minigame-Plugins verwenden oder auch als anderes Feature. Also ich nutze sowas an sich eigentlich nur in Minigames als Spectator-Teleporter, aber ihr werdet bestimmt auch vielleicht eine andere Möglichkeit dafür finden. Und da möchte ich heute einfach mal anfangen. Kompliziert ist das Ganze nicht. In diesem Fall machen wir uns wieder einfach ein neues Gadget. Klar, wir machen jetzt jedes Mal sozusagen die Events neu, aber ich bin habe lieber so ein Gadget als ja, was anderes. So, dafür machen wir denn wir es einfach Teleporter Gadget. Wir haben jetzt hier mittlerweile in diesem Ganzen schon echt viele L-Gadgets eingebaut. Wir machen wieder Implements Listener. So. Und hier brauchen wir wieder halt den einen oder anderen Listener. Ja, als erstes machen wir hier den Player Interact Listener. Den solltet ihr ja schon aus den vorigen Tutorials kennen. Ansonsten halt nochmal reinschauen. In diesem Fall mit dem Interact Listener. So. Listener E. Damit werden wir jetzt als erstes überhaupt erfahren, welches Item er genommen hat. Da wir ja schon für unser letztes Tutorial. Ja, da wir schon für unser letztes Tutorial ja das Interact für das letzte Tutorial bereits den Kompass verwendet haben, werde ich in diesem Fall das auf eine Uhr machen. Ihr könnt das natürlich auf dem Kompass machen. So, als erstes fragen wir halt, setzen wir uns den Spieler, das ist Player P gleich E.getPlayer. Get Player, so. Und dann fragen wir ab, if in Klammern E.getAction gleich Action.RightClickR, das wäre halt in die Luft mit dem Rechtsklick, oder E.getAction gleich Action.RightClickBlock. Für die Leute, die sich immer fragen, was sind das für mittlere Striche, das ist ein Oder-Zeichen. Also das heißt Oder. Wenn ich jetzt das mit Doppel-Und machen würde, ist es ein Und. In diesem Fall machen wir aber ein Oder. So, als das erfahren, dann fahren wir ab if p.getItemInHand, also das Item, was er aktuell in der Hand hat, .getType. Und wenn das gleich dem Material Watch, ich glaube, das ist Watch, ja, Watch entspricht, dann machen wir das Ganze so. Dafür machen wir ein Inventory Inf. Inf gleich Bucket.create Inventory. Owner ist null. Dann die Size mache ich jetzt mal auf 9. Und den nenne ich den Paragraph 6 Teleporter. Teleporter. So. Ja. Warum jetzt nur 9? Klar, ihr könnt auch mehr machen. Da ich aber nicht davon ausgehe, dass ich jetzt gerade mehr als 9 Spiele habe, mache ich das halt so. Wenn ihr das machen wollt, dass ihr jetzt zum Beispiel ein Spiel mit 12 Spielen habt, dann solltet ihr natürlich halt 18 eingeben, weil das die nächsthöhere Zahl ist. Ja, dann machen wir halt unsere kleine Methode. Das ist in diesem Fall for player all Doppelpunkt bucket Punkt get online players. Online Players, so. If, in Klammern all, nicht gleich P. Inf. Genau, dann machen wir Item Stack Skull gleich New Item Stack in Klammern Material.Skull Item. So, Komma 1 für Anzahl 1. Damit machen wir unseren neuen Item Stack. So. Und dann machen wir in diesem Fall Skull Meta gleich Skull.getItemMeta. Damit können wir jetzt auch gleich an dem Skull ein bisschen rumfummeln. So. Casten wir das Ganze so. Dann machen wir Meta.setOwner müsste es sein. Genau. Und dann machen wir einfach All.getName. Ah, getName. So. Dann haben wir das Ganze und dann machen wir einfach Skull.setItemMeter Meter und machen inf.addItem und dann in diesem Fall Skull. Ja, und dann machen wir nur den Spieler, der es aufgemacht hat, machen wir p.openInventoryInf. So, jetzt haben wir sozusagen schon unser Inventar, wie sich das öffnet. So, jetzt müssen wir halt aber auch noch abfragen, wenn er da drauf klickt. Dafür machen wir Event Handler. Wir müssen noch hier was vielleicht was machen.
Wir machen noch, setzen noch den Display Name meta.set Display Name und dann in diesem Fall Paragraph 6 plus p.getName. p.getName. So. Add Event Handler. So, und dann machen wir, müssen wir jetzt hier unser Player Inventory Click Event abprüfen. Also public void on player inventory. Oh, schon, das ist Inventory Click Event. Da hat der Player nichts mehr zu tun. Inventory Click Event. So. Dann machen wir uns in diesem Fall Player P gleich e.getWhoClicked. Das ist in diesem Fall der, der geklickt hat. Das ist eine Human Entity. Die können wir in diesem Fall zu einem Spieler casten. So, und dann fragen wir in diesem Fall ab, if in Klammern e.getClicked Inventory und getName. Ja. Punkt equals ignore case Paragraph 6 Teleporter. So. Dann machen wir ja, dann müssen wir fragen wir ab if in Klammern e.get current item nicht gleich null, ja, nicht Ausrufezeichen gleich null, also wenn das vorhanden ist, dann fragen wir ab if e.get current, oh nee, das brauchen wir nicht abfragen. Fällt mir gerade ein. Ich bin auch in der Pfeife hier gerade. So, dann machen wir jetzt einfach string dann fragen wir ab if e, nee, ist doch e.get current item Punkt has item meter. Das ist so noch eine sinnvolle Geschichte. So, dann machen wir string disp gleich e.get current item Punkt get item meter Punkt get display name und dann replacen wir es. Wir haben ja das noch hier, oh, wir machen es mal mit b und dann machen wir es so hier noch hinter ein Punkt replace und da haben wir in diesem Fall jetzt ein Paragraph b da vorgesetzt. Und das entfernen wir, indem wir einfach das replacen durch nichts sozusagen. Also diese zwei sind kein Leerzeichen, sondern, also diese zwei direkt ineinander sind kein Leerzeichen, sondern komplett entfernt sozusagen. Und dann machen wir einfach, if in Klammern bucket.getPlayerExec, dann in diesem Fall, disp nicht gleich null, das ist der DisplayName sozusagen gekürzt. Das ist ja in diesem Fall, hier haben wir oben ja den Spieler hinzugefügt und hier entfernen wir sozusagen, jetzt fragen wir, ob er halt vorhanden ist. Wenn er vorhanden ist, machen wir p.teleportEntity und dann machen wir einfach bucket.getPlayerExec. Hier machen wir dann auch, hier hinter machen wir einfach p.closeInventory. So, und das wäre unser ganzes ja, Teleporter-Gadget. Jetzt müssen wir es nur noch hier wieder in unseren Plugin-Utils einbinden, wie ihr es schon kennt, einfach hier einbinden. Für die Leute, die es in der Hauptklasse machen, die machen das dann in der Hauptklasse, je nachdem wie ihr es macht. Vielleicht habt ihr es ja auch bei anderen Leuten gelernt und nicht bei mir. Machen wir einfach Teleporter Gadget und das speichern wir ein und fertig. So, jetzt machen wir einmal einen Export, weil wir müssen ja nichts weiteres machen. Wir haben hier noch aus dem letzten Tutorial das Tutorial VGen drin, aber das wird jetzt ein Tutorial. So, dann starten wir mal unseren Server und der Desktop wird von mir immer zugemüllter. So. Dann starten wir den Server, starten hier parallel zu unserem Minecraft und ja, dann geht's an unseren Test sozusagen ran. Seht schon, das Plugin wurde erfolgreich geladen, es gibt keine Fehler. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es auch so funktioniert, wie es funktionieren soll. So, dazu nehmen wir uns einfach eine ja, sogenannte Watch bzw. eine Clock ins Inventar. Hier heißt sie sogar Clock. Im Bucket heißt die Watch. Wir klicken drauf und wir erhalten kein Item, weil keiner online ist. Jetzt starten wir einen zweiten Minecraft-Account. Wir machen. Wir, uns juckt mal die Fehlermeldung hier gar nicht. Und wir sehen hier immer noch dieses schöne Scoreboard. Und ihr seht, da hat es gerade geflackert. Ah, und jetzt leckt es bei mir wegen einem zweiten Minecraft-Account. So, dann joinen wir einmal den Server. Jetzt seht ihr auch, da kommt ein Spieler. Das bin ich selbst.
Da ist ein Fehler. Ich wette darum, dass das total offensichtlich war. Ja, das ist nämlich ein all.getName. So. Dann exportieren wir das Ganze nochmal. Man hört im Hintergrund. Ja. Dann stoppe ich einmal den Server. Weil ich habe nämlich noch einen Fehler entdeckt. Ich glaube, der Server läuft im Offline-Modus. Ich gucke einmal kurz. Ah. So, einmal kurz gucken. Hier mal reingucken. Mal sehen, wo es ist. Offline-Mode, Online-Mode. Ja, der muss auf True natürlich gesetzt sein. Sonst sehen wir unsere Spielerköpfe nicht und das wollen wir. So. Und dann starten wir das Ganze nochmal. Haben wir den Owner auch? Ja. Den Owner haben wir gesetzt. So, wenn man im Hintergrund irgendwie Hundegeräusche hört, dann tut es mir leid. So. Jetzt sind wir beide online. Jetzt können wir hier draufklicken. Jetzt sehen wir hier skypixel.de und es aktualisiert sich aber hier noch gerade nicht. Warum nicht? Wenn ich das hier mache mit einer Glock? Nee. Ach, wir nehmen uns jetzt unsere mc.com/inf-c-skypixel. Ha, komm. Warum kann ich das nicht machen? Okay, also ich kann nicht das Inventar ansehen, warum nicht? Ja, ist komplett behämmert. Das Plugin ist doch geladen. Also gucken wir nochmal. Skypixel.de, ich klicke da drauf und ich kann mich auch teleportieren. Das heißt, soweit funktioniert das. Übersetzt noch nicht den Kopf unseres netten Skypixel.de. Gucken wir nochmal, warum das nicht gehen könnte. Set Owner. Was wir als Owner haben? Ein String. Wo kommt es hin? Nita. Ja, also davon da aus sollte es gehen. Gucken wir nochmal, ob er jetzt diesmal das hier nicht genommen hat oder so. Oder more true. Das ist auf jeden Fall da. Das ist ein bisschen komisch. Ach komm. Gebt mal bitte auf. So. Sehen wir auch nur Yellowfix 18, aber auch wieder mal nicht den Kopf. Komische Geschichte. Ich habe es auch nicht im Offline-Modus gelauncht. Aber so, grundsätzlich funktioniert das Ganze ja. Nur warum es mit der SkyMeter mal wieder nicht funktioniert, ist wieder mal ein Wunder. Gucken wir noch einmal. SkyMeter. Das sollte funktionieren. Gucken wir nochmal. Kannst du ohne Probleme dahin teleportieren. Aber er will uns nicht den Kopf anzeigen. Na gut. Dann machen wir hier einfach einmal einen kurzen Cut. Ich gucke nochmal, ob ich das herausfinden kann, warum es mit dem Kopf nicht angezeigt wird. So, und da bin ich auch wieder. Ja, wie es scheint, hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Ja, meins ist dann doch ein bisschen veraltet gewesen. Die alte Methode, die funktioniert noch mit den 1.7er Versionen bis ungefähr 1.7.9. Die neueren Versionen verwenden jetzt diese Methode. Ich kopiere die jetzt einfach mal hier rein. Erkläre sie jetzt auch. Nehmen wir das alte eben raus. Was ist genau der Unterschied? Als erstes, wir haben hier halt das Skull-Item 1 und wir casten das erstmal zu einem Player-Skull. Das heißt, dass der Skull-Type überhaupt erstmal ein Player ist, weil wir hatten ja vorher diesen Skeletten, wie ihr gesehen habt. So, und jetzt nehmen wir die Skull-Meter, die machen wir aber nicht über den Skull, wie wir es vorher gemacht haben, sondern über eine Item-Factory und ziehen uns davon von einem Skull-Item sozusagen die Item-Meter. Und dann geht das Ganze auch. Und ja, das ist die Methode, wie ihr das machen könnt. War jetzt doch, glaube ich, relativ lang für so ein kleines Tutorial. Ich zeige einmal auch nochmal, wie das hier auf dem Server läuft. Das hatte ich nämlich jetzt hier schon ausgetestet. Wenn man jetzt hier draufklickt, ihr seht, es dauert immer ein kleines bisschen, so lange lädt das nämlich immer. Und dann kann man hier draufklicken und ihr seht auch,
ist das eindeutig der Kopf des Spielers. Das gleiche gilt auch für den hier, wenn ich jetzt hier das Ganze mit dem... Welches Ganze mit unserem... Wo ist es denn so schön da, die Glock? Das mache, dann seht ihr auch hier, skypixel.de. Funktioniert immer frei. Tut mir leid, dass es jetzt noch eine Unterbrechung gab. Ich hoffe, euch hat das Tutorial trotzdem gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!